warum mir viele nicht geantwortet haben. Ich habe nicht so geredet wie er. Habt ihr mich überhaupt verstanden? Manchmal bin ich bei Vorträgen und die Leute können kein Deutsch. Dann wundere ich mich, warum antwortet er mir nicht? Alhamdulillah. Nein, dann haben wir die Möglichkeit, inshallah, in den wenigen Minuten, bevor eure wahre Freude, inshallah ta'ala, kommt, das Essen, haben wir ein paar Minuten für Fragen, inshallah ta'ala. Wer Fragen hat, hat die Möglichkeit, diese zu stellen. Barakallahu fikum wa jazakumullah khayran. Tfadl. Ja. Wie ist das? In letzter Zeit wird sehr viel die Kämpfe angeguckt. Ich glaube, MMA heißen sie. Sollte man das, oder UFC, sollte man das angucken? Oder wie ist das islamische Urteil darüber? Wie ist das islamische Urteil über diese Art von Ringkämpfen? MMA, ja? MMA. Ist dieses islamrechtlich gesehen erlaubt, dass man das schaut? Oder vielleicht sogar selber mitprügelt. Wie ist das islamrechtliche Urteil? Liebe Geschwister, ihr solltet wissen, was Leuten gefällt, gefällt noch lange nicht Allah. Merkt euch diese Regel. Was Leuten gefällt, gefällt noch lange nicht Allah. Unsere Gelehrten, rahmatullah alayhim, haben diesen Sport verboten. Du darfst das nicht als Zuschauer mitverfolgen. Warum? Aus einer Reihe von Gründen. Es ist nicht nur ein Verbot, es sind mehrere Verbote bei diesen Kämpfen. Erstmal sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: La yanduru rajulu ila awrati rajul. Ein Mann darf nicht auf die Aura von einem anderen Mann schauen. Ist die Aura bedeckt oder nicht bedeckt? Ich frage euch. Jetzt haben wir, alhamdulillah, festgestellt, dass ihr auch Deutsch redet. Antwortet mir. Nein. Erster Grund. Nicht der letzte Grund. Zweiter Grund. Qala Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Wir haben gesagt, was Leute zufrieden macht, macht noch lange nicht Allah und seinen Gesandten zufrieden. Und uns interessiert nicht, was die Leute sagen, sondern wir gehen nach unserem Islam. Der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, sagte, la tadribil wajh. Schlage nicht auf das Gesicht. Es ist verboten, jemanden in sein Gesicht zu schlagen. Drittes Verbot. Diese Leute haben kein gutes Benehmen. Ja oder nein? Sie zeigen den Mittelfinger. Sie machen Tanzbewegungen um Frauen herum. Sie machen Dinge von Su'ul Akhlaq, vom schlechten Benehmen, was ein Muslim nicht nachmachen darf. Dieses Angeben, dieses Zeigen, dieses Protzen, all dieses hat uns der Islam so nicht erlaubt. Vierter Grund. Diese Leute machen manchmal religiöse Zeichen mit den Händen. Wie zum Beispiel, sie meinen was Bestimmtes damit. Und unsere Leute, die sich diese Leute als Vorbilder nehmen, der fängt dann auch an. Der macht so. Sagst du ihm, was machst du? Weiß ich nicht, hat er gemacht. Ja, mashallah. Dann frag ihn mal, was das bedeutet. Das hat eine Bedeutung. Wallahi, wisst ihr, was ich komisch finde? Dass die Leute sich heute andere Vorbilder nehmen als die Sahaba radiallahu anhu. Ich finde das komisch. Weil da fragst du ihn zum Beispiel über eine Person, der zum Beispiel bei solchen Kämpfen gefragt ist oder angesehen ist, der kann dir alles über ihn sagen. Aber fragst du ihn, wer war Abu Bakr Siddiq? Wer war Umar ibn Khattab? Er kennt sie nicht. Er kennt sie nicht. Er kennt nicht seine wahren Vorbilder. Waren sie nicht unsere Vorbilder, frage ich euch. Jawohl, Barah. Soll unser ganzes Leben mit Religion verbunden sein? Natürlich, dein ganzes Leben hat mit der Zufriedenheit Allahs zu tun oder nicht? So ist dein Leben. Selbst wenn ich einen Schluck Wasser trinke, sage ich Bismillah, dann ist Allah zufrieden. So ist unser Leben. Wenn ich Kinder bekommen möchte, möchte ich nur Kinder zum Spielen bekommen? Nein. Ich bekomme Kinder, damit eine weitere Seele sich für Allah Azza wa Jalla niederwirft. Unser ganzes Leben ist für wen? Für Allah Azza wa Jalla. Und deswegen, diese Art von Kämpfen ist nicht erlaubt. Und sie töten manchmal im Ring. Für was?
Für was? Ich frage euch, für was? Für? Für Geld. Ist das in Ordnung? Wallahi, wie Tiere gehen sie aufeinander los. Was ist das für ein Achlag? Was ist das für ein Benehmen? Abu'l-Bara, die Sahaba haben doch gerungen. Es ringen wie das, was da präsentiert wird. Und die Sahaba, haben sie in Badehosen gerungen? Ha? Mit einem Stern und einem Pumuckel drauf? So haben die Sahaba gerungen? Und wenn die Sahaba gerungen haben, dann um fit zu bleiben, sie selber, und nicht um sich 4 Uhr nachts für so einen Kampf, dass sie dafür aufstehen, ja? Nicht für Qiyam al-Layl. Wie ich gesagt habe, für Qiyam al-Shaytan. Dann hört man heutzutage von den Leuten, ja, da gibt es Leute, die geben uns Izza in unserer Religion. Ja, auch einer, der sich La ilaha illallah tätowiert, gibt uns Izza, ja, Achi. Izza, boah! MashaAllah. Was ist Izza? Weißt du überhaupt, was Izza ist? Izza ist im Halal und nicht im Haram. Das ist Izza. Izza ist nicht, indem man sich Allah Azza wa Jal gegenüber widersetzt und seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam und dann sagt, das ist Izza. Das ist kein Izza. Das ist Dalal. Egal von wem es kommt. Und möge Allah Azza wa Jal unsere Geschwister recht leiten, die das betreiben und die das gucken. Möge Allah Azza wa Jal sie recht leiten. Deswegen, diese Art ist nicht erlaubt. Darf man selber ringen? Ja, du kannst ringen. Aber wir haben gesagt, mit Regeln. Welche Regeln? Aura bedecken, nicht ins Gesicht schlagen, keinen schlechten Achlag zeigen. Dann kannst du ringen, kein Problem. Kannst du auch mit mir ringen, kein Problem. Wie du willst. Alhamdulillah. Auch einiges gehört. Aber, dass du das so machst, auf diese Art und Weise, nein, Achi Karim, fürchte Allah Azza wa Jal und lass diese Sachen, was Leuten gefällt, gefällt noch lange nicht Allah Azza wa Jal. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Danke.